Wir wechseln das Thema zumindest zum Teil und kommen vom Heroin zum Cannabis. Wir erleben ja gerade eine öffentliche Debatte, unter anderem mit angestoßen jetzt vom wirtschaftspolitischen Sprecher der CDU, wer hätte das gedacht, Joachim Pfeiffer, der Cannabis gerne kontrolliert und steuerwirksam abgeben möchte staatlicherseits. Das hat Wind in die Debatte gebracht. Wir begrüßen das sehr, freuen uns, dass wir da gleich mit einsteigen können. Und das macht Maximilian Plenert, der als Patient schon sehr lange dafür kämpft, Cannabis legal zu dürfen. Ja, ich sitze heute hier als Mensch, als einer von 400, die auf einem typischen Papier stehen haben, dass sie in die Apotheke gehen dürfen und ihr Medikament kaufen dürfen. Also für Menschen, die cannabishaltige Arzneimittel, Cannabisblüten nutzen wollen, kann man nicht einfach zum Arzt gehen und sagen, das hilft mir. Und er sagt, ja, das ist plausibel, probieren Sie das mal, kaufen wir das. Nein, man muss einen relativ bürokratischen Weg gehen und wirklich eine extra Erlaubnis beantragen, das einkaufen zu dürfen. 400 Menschen in Deutschland haben das bisher geschafft. Einige mehr benutzen auch noch cannabishaltige Arzneimittel. Das Potenzial, das Cannabis als Medizin wiederum hat, liegt um mehr als den Faktor 1000 höher. Im alternativen Drogen- und Suchtbericht gibt es von Dr. Grotenherben, das ist so der Spezialist, was Cannabis als Medizin in Deutschland angeht, einen sehr schönen Zusammenfassung der aktuellen Situation, und er geht davon aus, dass vermutlich mehr als 1 Million Menschen in Deutschland von Cannabis als Medizin profitieren könnten. So mal zu wiederholen, 400 Menschen sind es, die einfach in die Apotheke gehen dürfen und sich das kaufen dürfen. Das heißt, das sind Menschen, die chronische Schmerzen haben, davon haben wir viele. 17%, glaube ich, der deutschen Bevölkerung leiden immer wieder an chronischen Schmerzen. Wir haben Menschen mit seltenen Erkrankungen, für die es teilweise eine standardisierte Therapieform gibt. Wir haben viele Menschen, die mehrere Krankheiten haben, wo Schmerzen ein Symptom ist, aber eine Grunderkrankung, der niederliegt im Bericht hier, die Liste der Diagnosen, für die es schon inzwischen Ausnahmegenehmigung gibt, ist inzwischen schon eine halbe Seite lang. Und das unter Bedingungen, die sehr restriktiv sind. Also hier fehlt zum Beispiel das Thema Abhängigkeitserkrankung. Das ist in anderen Ländern, wo Cannabis als Medizin etablierter ist, ist das schon üblich, dass bei Alkoholismus, Heroinabhängigkeit beispielsweise Cannabis auch eingesetzt wird als Ausstiegsdroge. Aber das ist in Deutschland, so weit sind wir doch nicht. Das liegt einmal daran, dass viele Menschen nicht wissen, dass ihnen Cannabis helfen kann, dass es die Möglichkeit gibt, an Cannabis ranzukommen über eine Ausnahmegenehmigung. Dann, selbst wenn sie das wissen, müssen sie noch überlegen, wie geht denn das eigentlich? Und zuletzt muss ich auch noch einen Arzt finden. Das sind alles sehr, sehr hohe Hürden. Gleichzeitig ist der Rahmen, in dem das Ganze stattfindet, das Betäubungsmittelgesetz. Also die gleichen Paragraphen, die eingesetzt werden zur polizeilichen Repression, werden also von Genusskonsumenten, die gegen Dealer eingesetzt werden, auch wenn das den absolut kleinsten Anteil der Tatverdächtigen ausmacht. Das ist der Rahmen, in dem Cannabis als Medizin arbeiten darf. Also dieser restriktive Rahmen, der Paragraph 3 Betäubungsmittelgesetz, nach dem das geht, das ist eigentlich ein Forschungsparagraph. Das ist ein Paragraph, mit dem zum Beispiel der Heroin-Modellversuch bewilligt wurde. Der war nie dazu gedacht, Patienten zu versorgen. Aber es ist der einzige Weg, den es gibt. Die Politik hat die letzten Jahre nur blockiert. Sie hat versucht, das zu verhindern, wo es auch immer nur kann. Und es waren Gerichte. Es waren Patienten, die sich vor Gerichten durchgeklagt haben, mehrfach bis zu den obersten Ebenen, Bundesverwaltungsgericht, Bundesverfassungsgericht, bis endlich die entsprechende Behörde gezwungen war, immer diese Genehmigung zu erteilen. Wenn man sich das überlegt, wir haben in Deutschland inzwischen, wir haben immer noch weit mehr Menschen, die Heroin legal bekommen als Medikament, als Cannabis. Um diese Ausnahmegenehmigung zu bekommen, musste ich austherapiert sein, da musste ich explizit, weil ich gezwungen bin, auch Amphetamine mal auszuprobieren. Also alle diese Substanzen sind leichter erhältlich als Cannabis, das nun im Vergleich zu den beiden anderen Substanzen jetzt sicherlich nicht gefährlicher ist. Wir haben eine gewaltige Bürokratie, die es hier zu bewältigen gilt, und auch die aktuellen Änderungen, die gerade diskutiert wurden. Also Frau Mortler, unsere Drogenbeauftragte, hat ja was angekündigt. Dabei blieb es auch bisher, also was Konkreteres wissen wir noch nicht. Eine Motivation, die sie da hat, die ganz klar benannt wurde, ist, sie möchte den Eigenanbau von Patienten verhindern, weil da laufen auch Gerichtsverfahren und die ersten Instanzen haben ganz klar entschieden, Patienten, die es sich nicht leisten können, sollen auch anbauen dürfen. Denen muss eine Genehmigung erteilt werden. Es gibt keinen Grund, ihnen das zu verweigern. Und deswegen soll er jetzt über die gesetzliche Minimalgrundlage das unterminiert werden.
Ich möchte den Eigenanbau deswegen nochmal betonen, weil er für viele Dinge eine unbürokratische Lösung ist. Natürlich wäre es schön, wenn Cannabisblüten einfach von der Krankenkasse bezahlt würden oder als Arzneimittel auf den Markt käme. Aber neben der Preissache, dass sich viele Menschen Cannabis als Medizin selbst mit der Genehmigung nicht leisten können, gibt es das Problem der Sortenvielfalt, die ein legaler Markt derzeit noch nicht hergibt. Wir haben das Problem, dass es Indikationen gibt, gerade seltene Erkrankungen, Einzelfälle. Dort werden wir auch in Zukunft keine Studienlage haben, die es möglich macht, dass Arzneimittel dazugelassen werden. Die Medikamente, die heute auf dem Markt sind, das sind die Dinge für die Mehrheit. Aber da fallen immer wieder Leute durch das Raster oder es sind seltene Erkrankungen, wo es einfach keine Medizin gibt. Und deswegen ist der Eigenanbau wäre für diese Menschen eine sehr unbürokratische Lösung. Wir haben Versorgungsengpässe, Patienten erfassen das regelmäßig. Wir Selbsthilfenetz für Cannabis als Medizin. Durchschnittlich warten wir 38 Tage, bis Cannabis da ist. Ich habe meine Genehmigung letzten Oktober bekommen. Im Januar habe ich das erste Mal dann aus der Apotheke wirklich was real bekommen. Man stellt sich das mal bei einem anderen Medikament vor, wenn der Apotheker sagt, Insulin, in 2 Monaten wieder. Das wäre undenkbar, bei Cannabis-Patienten ist es die Regel. Auch wenn man sich anschaut, wie viel Cannabis in Deutschland verkauft wird und wie viel Mengen in der Genehmigung genannt sind, dann werden weniger als ein Viertel der Menge, die Patienten zugesprochen wurde, in ihrer Erlaubnis überhaupt abgerufen. Was an Versorgungsproblemen liegt und an Geldproblemen. Wenn Patienten selbst anbauen, dann sind sie der gleichen Strafverfolgung ausgesetzt, wie jemand, der das zu Genusskonsumenten oder aus Profitgründen macht. Die Begründung hier ist ein Selbstschutz. Der Patient muss geschützt werden vor einer unkontrollierten Pflanze, die auf seiner Fensterbank gewachsen ist. Eine Position, die leider selbst die Bundesärztekammer unterstützt. Also hier versucht der Staat den Leuten lieber keine Medizin zuzugestehen, statt dass sie es selbst unkontrolliert anbauen. Eine sehr seltsame Definition des Selbstschutzes. Auch die Gesetze, die jetzt kommen sollen, wir sind sehr gespannt. Es gibt immer noch nichts Konkretes. Wir sind gespannt, ob Patienteninteressen im Mittelpunkt steht, ob der schwarze Peter einfach zum medizinischen Dienst der Krankenkassen weitergeschoben wird. Wir wissen es alles nicht. Und das ist ein Problem, dass wir noch weit auch davon entfernt sind, dass Cannabis als Medizin normalisiert wäre. Wir haben Patienten, die sind gestorben, weil zumindest die Polizei ihr Cannabis beschlagnahmt hat und das zumindest indirekt für diesen Tod verantwortlich ist. Wir hatten selbst letzten Donnerstag hier in Berlin einen Patienten, der vor laufender Kamera verhaftet wurde und sein Cannabis aus der Apotheke weggenommen wurde. Also das sind doch Zustände, mit denen Patienten leben müssen. Das bringt nicht nur viel Leid, das bringt Kosten, das bringt Arbeitsunfähigkeit, Krankheitstage, eine suboptimale medizinische Versorgung. Und unsere Forderungen als Patienten sind, und damit möchte ich schließen, Normalität. Patienten, denen Cannabis hilft, möchten einfach normale Therapiefreiheit. Wir möchten eine normale Kostenerstattung, wie bei anderen Medikamenten. Wir möchten Reisefreiheit, weil es gibt keine rechtlich legale Möglichkeit, mit Cannabis Deutschland zu verlassen. Wir möchten einen Eigenanbau, um uns unbürokratisch selbst zu versorgen. Wir möchten keine Führerscheineprobleme bekommen. Wir möchten, dass geforscht wird, dass Ärzte aufgeklärt werden. Auch das wurde die letzten Jahrzehnte torpediert durch die Repressionspolitik, dass nicht geforscht wurde, dass Ärzte Angst haben. Aber bisher, so sehr zu begrüßen ist, dass eine CSU-Drogenbeauftragte sich dem Thema annimmt, bisher haben wir nur Ankündigungen. Und ich möchte Sie alle bitten, wenn es etwas kommt, genau hinzuschauen und zu schauen, ist das irgendeine Lösung oder hilft das wirklich Patienten in ihrem Alltag oder ist das nur ein neuer fauler Kompromiss, weil sie Urteile bezüglich des Eigenanbaus verhindern wollen. Dankeschön. Herzlichen Dank, Maximilian Plinert. Ich denke, dieses Beispiel Cannabis als Medizin zeigt, wie weit wir von der ganz normalen, regulierten Freigabe von Cannabis in Deutschland noch entfernt sind.